Unbemannte Luftfahrzeuge, eine der wesentlichen technischen Entwicklungen unserer Zeit. Vom fliegenden Schadstoffmessgerät, das im Katastrophenfall direkt in der Gefahrenzone Analysen durchführt, über Kamerakopter, die Bauwerke auf Schäden untersuchen oder mit Infrarottechnik ausgestattet Einbrecher aufspüren. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Technik sind vielfältig und die Branche boomt. Das Besondere an der Technik ist sicherlich, dass es leicht einzusetzen ist, nahezu von jedermann. Und dass man Dinge aus der Luft inspizieren kann, was vorher so in der Möglichkeit gar nicht existent war. Sven Jürs ist Entwickler von zivilen Drohnen und als einer von 4 Experten zu einem Fachgespräch der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag eingeladen. Es geht um den möglichen Einsatz dieser Technik in der Entwicklungszusammenarbeit, zum Beispiel beim Kampf gegen illegale Wilderei in afrikanischen Naturschutzgebieten. Drohnen sind kein Allheilmittel, aber wir sind inzwischen so weit, dass wir sagen, wir sehen das als wirkliche Option an, umso mehr, als sich die Technik wirklich relativ schnell fortentwickelt und darauf hoffen wir natürlich. Jonathan Letchert von der Eidgenössischen Hochschule Lausanne sieht darüber hinaus aber noch viele andere Einsatzmöglichkeiten. Gerade in Afrika, wo die Infrastruktur sehr schlecht ist und mittels Drohnen zum Beispiel Medikamente in entlegene Gebiete geliefert werden könnten. Diesen Einflügler haben wir an der ETH Zürich entwickelt. Er kann bis zu 2 Kilogramm über 120 Kilometer transportieren und kostet gerade mal 900 Euro in der Herstellung. And it costs about 900 euros. Neben den vielen Möglichkeiten gibt es aber auch bislang ungelöste Probleme. Es gibt Sicherheitsfragen, also Integration von Drohnen in den Luftraum, Versicherung, Haftung sind auch Aspekte, die in vielen Ländern noch gar nicht angedacht sind. Und dann vielleicht der schwierigste Punkt ist die Frage, wie bekommen wir es hin, den zivilen Einsatz von Drohnen auch in der Wahrnehmung vom militärischen Einsatz zu trennen. Ist es die Zukunft? Wir werden vor allen Dingen im medizinischen Bereich, im Betreuungsbereich und Ähnliches auch in der Entwicklungszusammenarbeit, aber durchaus auch hier ein Potenzial haben, was sich in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird. Auf der Nordseeinsel Jüst hat die Zukunft zwischenzeitlich bereits begonnen. Im vergangenen Jahr wurde hier die Inselapotheke per Drohne mit eiligen Medikamenten versorgt. Bislang nur ein 4-monatiger Testversuch, in ein paar Jahren möglicherweise eine ganz alltägliche Dienstleistung.